Hallöchen Leute und willkommen in Kakariko. Wir sind hier ins Dorf gekommen und werden mit Impa reden gleich. Und ich würde sagen, da gehen wir einfach mal direkt hin. Hier haben wir zwar in der Nähe einen Schrein. Ah, die Framerate ist so ein bisschen... Vor allem in dem Gebiet nicht so sauber. Hm. In unserem Dorf gibt es nicht viele junge Kerle wie dich. Du bist aber nicht etwa einer von den Jägern, oder? Das war nur ein Scherz. Du brauchst nicht so ernst aus der Wäsche zu schauen. Ich habe ihr ein bisschen verdutzt geguckt. Diejenigen, die der Verheerung Ganon ihre Treue geschworen haben, nennen sich Jäger. Sie greifen alle an, die sich Ganon entgegenstellen. Seit dem großen Erdbeben letztens sind sie sehr aktiv. Keine Angst, ich halte dich nicht für einen Jäger. So gut kann ich Leute gerade noch einschätzen. Nimm mir den kleinen Scherz nicht übel, vielleicht kann ich es hiermit wieder gut machen. Ein Rüstungskürbis. Wird der Gerichten beigegeben, stehlt er die Haut des Essers und steigert so beträchtlich dessen Abwehr. Das hier ist Kakarikos Spezialität, ein Rüstungskürbis. Ich habe ihn mit Hingabe großgezogen. Probier mal, wenn du mehr wissen willst, komm gerne jederzeit bei mir vorbei und frag mich. Ui, man kann auch in die einzelnen Häuser gehen. Bis jetzt fuhren wir mit der Strategie ganz gut, einfach alles zu nehmen, was wir gesehen haben. Eine kurze Sache nochmal bezüglich des Vorlesens der Dialoge. Das wird ja hin und wieder, glaube ich, bei anderen Let's Plays bemängelt. Oder ich habe es mal früher so mitbekommen. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass es trotzdem wichtig ist, die vorzulesen, denn ich habe die eine oder andere Nachricht auch mal auf Facebook bekommen, wo Leute mit einer starken Sehschwäche oder die ihr komplettes Sehvermögen auch dann verloren haben. Oh, eine Axt! Wo mir die Leute geschrieben haben, beziehungsweise dann Bekannte von ihnen, stellvertretend, dass sie die Texte nicht lesen können. Dementsprechend. Und ja, in Formel 1 war es zum Beispiel darauf für angemerkt, ob ich mal meine Position hin und wieder durchgeben könnte. Und deswegen finde ich es auch wichtig, wenn schon keine Sprachausgabe vom Spiel besteht, was ich sehr schade finde, dass zumindest ich dann das Ganze hier vertone. Regen, egal. Und deswegen lese ich auch dementsprechend die Dialoge weiterhin vor. Was ist? Sag mal, du kommst mir irgendwie so bekannt vor. Ja, er könnte sich an die Ereignisse von vor 100 Jahren erinnern. Er erinnert sich tatsächlich. Du siehst aus wie der Ritter, der sich vor langer Zeit der großen Verheerung in den Weg gestellt hat. Genau der bin ich. Wie bitte? Du meinst, du wärst dieser Ritter? Die jungen Leute heutzutage machen wirklich alberne Scherze. Wenn du dieser Ritter wärst, dann müsstest du doch das heilige Bandschwert besitzen. Der große Ritter schmiedete ein Schwert aus einer Spurtkarotte. Er aß fast ausschließlich Spurtkarotten, um seinen Körper zu stehlen, und er trank mit Vorliebe Spurtkarotten-Tee. Das hat mir zumindest mein Großvater immer erzählt. Also hör auf mit den Witzen und iss fleißig Spurtkarotten, damit du so stark wie der große Ritter wirst. Vielen Dank. Als Kochzutat stärkt sie die Beinmuskulatur und verhilft so zu größerer Schnelligkeit. Karotten kannst du jederzeit im Laden bei meiner besseren Hälfte kaufen. Wenn du so stark werden willst wie der große Ritter, dann komm abends zu mir. Okay, abends zu ihm gehen. Momentan ist es noch morgens. Karottentee, das möchte ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ich bin jemand, der Karotten sehr gerne isst. Karottensaft mag ich schon nicht, oder als Tee. Nee, danke. Jawohl, bekommen. Die sind aber groß. Morgen. Pflaumenbäume überdauern geduldig den Winter, um dann im Frühling das als allererstes zu blühen.
Als Symbole von Beharrlichkeit und Fruchtbarkeit pflegen wir Shika sie, damit sie unser Dorf behüten. Diese Pflaumenbäume hat Impa am Tag meiner Geburt gepflanzt, deshalb haben sie eine besondere Bedeutung für mich. Ob Regen oder Sonnenschein, ich wache jeden Tag über sie, damit ihnen nichts zustößt. Okay, gut, das ist nur noch der Dialogverlauf von eben. Hier gibt's Kleider. Ob Regen oder Sonnenschein, die Boutique Zwei Früchtchen ist immer geöffnet. Besuchen Sie uns noch heute. Du gefällst mir, genau mein Typ. Und dann trägst du auch noch einen Shika-Stein am Gürtel. Moment mal. Ein Shika-Stein? Das ist doch so ein tolles Ding, das nur ganz wichtige Leute haben. Ich verstehe zwar nicht viel von dem ganzen Zeug, aber du bist irgendwer ganz Wichtiges, oder? Ja, klar. Wir sind der Auserwählte. Die neueste Mode. Hier können wir wahrscheinlich auch Karotten kaufen. So, willkommen in der Boutique. Wir verkaufen hier Mode der Marke Klako. Wer modisch aktuell sein will, kommt um unser Sortiment nicht herum. Besonders der Ninja-Anzug dort ist der Renner der Saison. Klako steht natürlich für Clari-Kollektion. Ich stehe voll und ganz hinter jedem einzelnen meiner Meisterstücke. Jedes davon hat ganz besondere Eigenschaften. Am besten siehst du sie dir alle einmal an. Gibt es sonst noch was? Wir könnten jetzt was verkaufen, aber... Nee. Nicht schlecht, was? Das ist ein exklusives Gewand der Boutique Zwei Früchtchen. Damit kannst du dich absolut lautlos fortbewegen. Ein Muss für jeden, der regelmäßig jagen geht. Dafür ist die Schutzwirkung nicht besonders hoch. Klitzekleiner Nachteil. Kostet 700 Rubine. Die Schutzwirkung ist ein bisschen stärker. Die Hose schwächer. Das ganze Set kostet insgesamt 1800 Rubine. Das ist schon ein bisschen mehr unsere Preiskategorie im Moment. Eine Kapuze aus festem Stoff, die nach alter Hyrule-Tradition gefertigt wurde, schützt Reisende vor Wind, Wetter und Sonnenbrand. Okay, das Gewand ist ziemlich stark. Die Hose genauso gut wie unsere aktuelle. Ja, ich muss ja sagen, dass mich dieser Schreindetektor schon ein bisschen nervt, ne? Ja, die Bögen kann ich nicht von der Wand nehmen. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich den jetzt deaktivieren soll oder nicht. Ich mache es mal. Ach, schon sehr viel angenehmer, ne? Wer bist du? Das hier ist Impas Anwesen. Das ist doch der Shika-Stein. Bist du etwa... Ja, ich bin der Auserwählte. Ich bin eine sehr wichtige Person. Bitte verzeiht unsere Unhöflichkeit. Impa hat uns informiert. Bitte tretet ein. Danke. Ein Topfdeckel. Ha, ich wusste doch, dass da was drin steckt. Leider habe ich den anderen weggeworfen. Ah, hier können wir sicher Karotten kaufen. Tatsächlich, 16 Rubine. Boah, die Herzen kosten 80. Ziegenbutter kosten 12. Sie ist vielseitig verwendbar und eignet sich sowohl für Eintöpfe und Braten, als auch für Kuchen und Süßigkeiten. Ein Ei. Es ist sehr nahrhaft und eignet sich hervorragend zum Kochen. Ja. Hi.
Citram, nur hereinspaziert, Reisender, fühle dich wie zu Hause bei uns in Kakariko. Die Göttin hat unser Land gesegnet, deshalb gibt es hier viele Tiere und Pflanzen. Unsere Zutaten stammen auch alle von hier, zum Kochen nur die allerhöchste Qualität. Nimm die Sachen ruhig einmal in die Hand, oder kann ich dir anderweitig helfen? Ich will kochen. Um etwas zu kochen, musst du lediglich die Zutaten in einen Topf geben. Du kannst gerne den Topf verwenden, der draußen vor der Tür steht. Alter, wie geil das Wasser immer noch tropft, ne? Weil wir gerade noch im Regen waren. Das fällt mir erst jetzt auf. Das ist auch nur so ein ganz kleiner Effekt. Ich guck mal, sieht man es in der Aufnahme? Ja, man sieht's eigentlich. Hoffentlich sieht man es nach der YouTube-Verarbeitung immer noch. So, kaufen Sie auch? Worum handelt es sich denn? Ja, ich könnte ihr jetzt wahrscheinlich... Ich vergleiche mal, wie viel ich fürs Herz kriege. Ein Viertel des Verkaufspreises. Ach du liebes bisschen, das ist ja... Wucher. Ja gut, dann... Wohl eher nicht. Für 600 könnte ich das Kletterkopftuch loswerden. Ach du liebes bisschen. Das ist ja mega teuer. Ja gut, es hat aber auch gute Werte, ne? Guten Rüstungswert und damit kann man sehr, sehr gut klettern. Eine Empfehlung. Eigentlich sind alle meine Waren empfehlenswert, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich dir zu den Spurtkarotten raten. Das ist die Spezialität von Kakariko. Mein Mann baut sie eigenhändig an. Eigentlich würde ich gerne auch die anderen Spezialitäten unseres Dorfs anbieten, die Rüstungskürbisse. Aber mein Mann und der Kürbisbauer verstehen sich nicht gut. Wenn du also Rüstungskürbisse haben möchtest, musst du direkt bei Nabis auf seinem Feld nachfragen. So, sonst nichts mehr. Vielen, vielen Dank. Wir werden bald zurückkehren. Oder unser Essen eigens looten. Also, das ist schon echt teuer gewesen, ne? So, Moment, wo kann man bei ihr kochen? Da. Direkt beim Kochdeck, ach Gott, gut. Zunge verfangen, Zunge verhakt. So, jetzt beim Topfdeckel. Jetzt haben wir's. Ein Mann. Oh, der Schickerstein. Seid ihr etwa der, von dem Großmutter immer spricht? Lili. Ja, wir heißen Lili. Ich habe es nicht vergessen, ehrlich. Ich bin nur etwas nervös. Ich heiße Paya. Um das abzukürzen, das Stottern. Puh, endlich ist es draußen. Man sollte meinen, dass ich in der Lage wäre, meinen eigenen Namen zu sagen. Tut mir leid. Schon seit ich klein war, hat mir meine Großmutter von euch erzählt. Bitte geht hinein. Meine Großmutter, sie wartet schon lange auf euch. Moment, wir müssen uns erstmal hier umschauen. Auch wenn ich irgendwelche coolen Items hier hinten versteckt habe, damit ich sie nicht sehe. Gut, rein in die gute Stube. Du bist also endlich erwacht, Link. Es ist lang her, sehr lang. Ein paar Jährchen mehr habe ich wohl auf dem Buckel. Ich hoffe, du erkennst mich noch. Was ist? Du siehst mich ja an, als hättest du mich noch nie zuvor gesehen. Ich bin des Impa. Erinnerst du dich nicht einmal mehr an meinen Namen? Das heißt wohl, du hast tatsächlich dein Gedächtnis verloren. Nun, vielleicht ist es in gewisser Weise besser so. Link, tritt näher. Vor 100 Jahren. Ja, vor 100 Jahren, als das Königreich Hyrule unterging. Du standest an der Schwelle zum Tod. Zeldas letzte Hoffnung war, dich in einen heiligen Schlaf versetzen zu lassen. Sie selbst machte sich auf, ganz allein stellte sie sich Ganon entgegen. Prinzessin Zelda hinterließ nur eine Nachricht für dich. Seitdem warte ich geduldig hier auf den Tag, an dem ich ihre Nachricht endlich an dich weitergeben kann. Jedoch, wenn ich die letzten Worte der Prinzessin an dich weitergeben soll, dann muss dir eines klar sein. Du musst bereit sein, dafür zu sterben. Ich überlege gerade, das letzte Spiel, wo es so eine ähnliche Voraussetzung gab, da wurde diese Forderung auch am Ende erfüllt. Ich spoilere jetzt nicht, welches es war. Leute, die entsprechende Let's Plays gesehen haben, die wissen, worum es geht. Doch diese Verantwortung kann ich schlecht jemandem aufbürden, der sein Gedächtnis verloren hat. Wenn du entschlossen bist, die Worte der Prinzessin zu hören,
komm noch einmal zu mir. Ich bin entschlossen, die Worte der Prinzessin zu hören. Dieses Juwel bewahrt unser Stamm seit Generationen. Nicht einmal du darfst es so einfach berühren. Ja, danke. Ich bin der Auserwählte. Ich bin die Hoffnung, die Dunkelheit quasi zu verschwinden zu lassen. Und ich darf hier nicht... Oh, das Tagebuch. Ja gut, lesen wir natürlich nach, ne? Ich darf diese doofe Kugel nicht berühren. Da scheint Pias Tagebuch zu sein. Vor 100 Jahren wollten die Großmutter Zelda und Tante Pura eine Vorsorge für die kommende Zeit treffen. Also schickten sie einen jungen Ritter in einen langen Schlaf. So hat die Großmutter es mir erzählt. Der Name dieses Ritters war Link. Bis zum heutigen Tage wartet die Großmutter auf die Rückkehr dieses Mannes. Auch ich bete dafür, dass er recht bald zu uns zurückkomme, für Hyrule und für die Großmutter. Kann ich weiterlesen, oder? Nein, das war die gesamte Geschichte. Gut, so gehen wir runter und sprechen nochmal mit ihr. Die Prinzessin hat alles riskiert, um dir diese Botschaft zu hinterlassen. Wenn du nicht fest entschlossen bist, kann ich sie dir nicht übermitteln. Bist du bereit, für sie zu sterben? Natürlich. Sieh an. Du magst dein Gedächtnis verloren haben, aber du bist immer noch derselbe. Wenn es darum geht, das Richtige zu tun, ist auf dich stets Verlass. Gut. Da du dein Gedächtnis verloren hast, sollte ich dir wohl alles von Anfang an erzählen. Das hat schon der König getan. Das Königreich von Hyrule wurde seit uralten Zeiten immer wieder von einer unheilbringenden Verheerung namens Ganon heimgesucht. Doch stets erschienen auch ein Jüngling mit der Seele des Helden und eine Prinzessin mit dem Blut der Göttin. Jedes Mal, wenn unsere Welt bedroht wurde, gelang es diesen beiden mit vereinten Kräften, das Böse zu besiegen. Aus jedem dieser Kämpfe gegen Ganon ging eine neue Legende hervor. Doch dann, vor 10.000 Jahren, wollte man diesen ewigen Kreislauf der Geschichte nicht länger hinnehmen. Hyrule hatte sich zu einer Hochkultur entwickelt, in der die Angst vor Monstern und Magie endlich der Vergangenheit anzugehören schien. Und so beschloss man, dem Helden und der Prinzessin jener Zeit mithilfe technologischer Wunderwerke zu helfen. Das Ziel dieses Plans war, die Verheerung Ganon für alle Zeiten zu versiegeln. So entstanden vier gigantische Titanen, die von einem Piloten gesteuert werden sollten. Zudem wurde ein ganzes Heer von automatischen Kampfmaschinen erschaffen, die Wächter genannt wurden. Als Piloten der Titanen wurden aus den Völkern Hyrules vier herausragende Krieger ausgewählt. Nachdem all diese Vorbereitungen abgeschlossen waren, fühlte man sich Ganon gegenüber gewappnet. Als nun die Verheerung tatsächlich wiederkehrte und Hyrule angriff, erhob sich ein mächtiges Heer an der Seite des Helden und der Prinzessin gegen Ganon. Eine schier unermessliche Zahl von Wächtern rückte vor und stellte sich schützend vor den Helden. Die gottgleichen Titanen entfesselten ihre Energien und zwangen das Böse in die Knie. So gelang es dem Helden, Ganon mit dem heiligen Bandschwert niederzustrecken. Und die Prinzessin besiegelte sein Schicksal mit der Kraft ihres königlichen Blutes.
100 Jahre ist es nun her. Um uns auf die prophezeite Wiederkehr Ganons vorzubereiten, folgten wir dem Vorbild der 10.000 Jahre alten Legende. Doch das Ergebnis war nicht so, wie wir es uns erhofft hatten. Wir hatten seine Macht unterschätzt. Um diesen Fehler nicht zu wiederholen, hinterließ die Prinzessin dir die folgenden Worte. Befreie die vier Titanen. Die vier Titanen, so nennen wir die antiken Kriegsmaschinen der Shika. Sie wurden von den vier Recken gesteuert, bevor sie Ganon zum Opfer fielen. Daruk vom Stamm der Goronen steuerte den Titan Vahrudania. Rivali von den Orni kontrollierte war Medo. Der Titan von Mifa der Zora nannte sich Varuta. Und Urbosa von den Gerudo steuerte Vahnaboris. So, ist natürlich super, diese ganzen Namen vorlesen zu müssen, während ich heute irgendwie einen Knoten in der Zunge habe. Ohne die Macht der Titanen wäre es aussichtslos, sich Ganon entgegenzustellen. Vor 100 Jahren wurden sie uns von Ganon entrissen. Jetzt ist die Zeit gekommen, sie uns zurückzuholen. Bei den vier Völkern, die auch heute noch in Hyrule leben, findest du vielleicht Hinweise auf ihren Verbleib. Oh, schön. Das Licht des Shika-Steins wird dir den Weg weisen, dorthin, wo du die Anführer der Völker treffen wirst. Doch dein Shika-Stein ist nicht vollständig aktiv. Prinzessin Zelda hat ihn dir hinterlassen. Für dich ist er Wegweiser und Gedächtnis in einem. Ich frage mich, vielleicht kannst du im Institut für Antikenforschung in Hateno Hilfe bekommen. Hateno? Der leuchtende Punkt im Osten ist Hateno. Das ist eines der wenigen Dörfer, die von der großen Verheerung weitestgehend verschont blieb. Du bist Zeldas, nein, ganz Hyrules einzige Hoffnung. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Folge deinem Herzen und erfülle dein Schicksal. Hat der lange Schlaf dich in deiner Entschlossenheit beraubt? Du bist gerade erst aufgewacht. Ich verlange nicht von dir, dass du gleich jetzt in den Kampf mit Ganon gehst, beziehungsweise ihn aufnimmst. Zuerst solltest du deinen beschädigten Shika-Stein reparieren. Eile so bald wie möglich zum Institut der Antikenforschung in Hateno. Gut, alles klar. Zelda kämpft bis zum heutigen Tage allein mit Ganon. Niemand außer dir kann Zelda retten, kann Hyrule retten. Bitte brich so schnell wie möglich auf. Gut, dies werden wir tun. Ja, falls ihr euch fragt, warum ich hin und wieder Infos doppelt abfrage, zum Beispiel die Thematik mit den vier Titanen. Wir haben ja schon mal mit dem König von Hyrule darüber gesprochen. Aber ich finde es halt wichtig, weil man eventuell noch ein paar Zusatzinformationen dann bekommt. Ja! Selbst wenn man von ihnen gehört hat. Von den vier Titanen. Da kann man ja trotzdem noch was dazulernen. So. Komm her, mein kleines Pferdchen. Jetzt muss ich aber zunächst mal schauen, welchen Punkt auf der Karte ich mir markiert habe. Denn ich würde schon ganz gerne hier hingehen. Okay, es ist auch die aktive Quest, aber ich scheine in die falsche Richtung zu reiten, oder? Tatsache. Müsste nochmal zurück. Gut, da müssen wir noch mal ganz kurz zurück. Wir machen uns auf den Weg zum Institut. So,
So, währenddessen habe ich auch gerade gelesen, dass es auch weitere Dungeons geben wird. Also richtige Dungeons dann auch. Nur, dass es anscheinend gespoilert wäre, wenn man über sie dann spricht oder genauer spricht. Da bin ich jetzt mal gespannt drauf. Was hat's mit der einen Metallkiste auf sich? Das würde mich mal interessieren, weil das ist einfach nur... Es ist halt echt einfach nur eine Metallkiste. Hallöchen. Auch vielen Dank für den Tipp, wie man die Krogsamen bekommt. Auch da gab's was in den Comments. Sorry. Hui, wegen ein paar Steinen. Na komm, das kriegen wir noch hin. In der Nähe des Stalles. Wir hingegen reiten weiter. So, ab auf die Jagd. Schade. Schade, ich dachte, das könnte gerade nochmal funktionieren. Hey, hier haben wir einige Wildpferde. Wir könnten weiteres einfangen, aber ich finde unser aktuelles ziemlich cool. Ich möchte noch kein neues. So. Moment. Oh, dammit. Eieiei, es hat mächtigen Schaden ausgeteilt. Verflucht sind die Gegner stark. Boah, am Anfang wäre es, glaube ich, echt ratsam, dass man doch ein paar Schreine macht. Ganz früh. Und vielleicht widme ich mich dem auch. Nachdem ich jetzt den Detektor ausgeschaltet habe, mache ich den vielleicht nochmal an, denn die können schon ganz ordentlich Schaden austeilen. Also ich bin überrascht, ob des Schwierigkeitsgrads, weil es sollte ja noch eine schwierigere Stufe dazukommen, per DLC dann. Season Pass konnte ich auch mal aktivieren. Dann ging das Ganze nochmal einen Tacken leichter. Nee, aber das ist natürlich schon nicht unbedingt immer einfach, ne? Ach komm, hier siehst du uns doch nicht. Wir sind direkt hinter einem Busch. So, kommt hier rüber. Was machen die denn? Thank you.
Gut, komm her. Dich machen wir jetzt im Nahkampf fertig. Mehr oder weniger. Sehr schön, ein Soldatenschwert. Wegwerfen und ein weiteres Soldatenschwert in die Hand nehmen. Moment, da war doch ein Soldatenschild, oder? Jawohl. Sehr schön, beim zweiten Versuch klappt es wesentlich besser. Nein, hoch möchte ich hier nicht. So. Dann schauen wir mal, was hier auf uns wartet. Ein Opal. So, dann würde ich sagen, können wir nochmal hier ein... Wegpunkt setzen. Dann haben wir definitiv schon mal ein Ziel, wo es demnächst hingehen soll. Ich glaube, wir wurden im Kampf jetzt kein einziges Mal getroffen, oder? Täusche ich mich da? Ah, zeigt auf jeden Fall, wenn man ein bisschen anders an die Kämpfe rangeht, dann macht es schon einen gigantischen Unterschied. Obwohl man gar nicht meint, dass es so einen großen Unterschied machen sollte. Aber es ist so. Ja, Leute, ich würde sagen, dass wir hier gleich weiterreiten können. Mal schauen, wie weit wir mit unserem Pferd kommen und ab wann wir klettern müssten. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Zelda. Dann morgen erst und ab dann im täglichen Rhythmus, würde ich sagen. Und ja, ich hoffe, dass euch die Folge auf jeden Fall gut gefallen hat. Wenn dem so ist, gerne wie immer ein Däumchen nach oben dalassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Zelda. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Haut rein!